Ich wünsche allen Star Wars Fans im Jahr 2017 wunderschöne Weihnachten. Wunderschöne Weihnachten für alle Star Wars Fans. Es sind nach diesen Dreharbeiten, nach dieser Veröffentlichung des Clips nur noch knapp 10 Tage. 10 Tage Star Wars 2017. Und dann kommt Han Solo 2018, circa 6 Monate später. Meine lieben Freunde, meine lieben Fans, meine lieben Kunden, ich bedanke mich total recht herzlich für ein Jahr Treue, für ein Jahr hier in diesem Copy Shop mit Büro Charming, Mediencenter, Film, Foto und Produktion, Star Wars Show 40 Jahre. Ich bedanke mich total recht herzlich zu diesem Jahr Weihnachten. Ich habe die Kamera jetzt noch nicht so tief, etwas zu hoch, wie ich merke. Dann könnt ihr das Weihnachtliche noch nicht so sehen. Aber weihnachtliche Sendung wird sicherlich noch kommen, besonders nach Episode 8, The Last Jedi. The Last Jedi mit Mark Hamill, der jetzt um die 66 Jahre alt und auch wohl nicht mehr nach 2020, nach dieser Episode E9 zu sehen sein wird. Denn auch Daisy Ridley hat gesagt, dass sie nach Episode 9 schätzungsweise nicht mehr bei Star Wars dabei sein wird. Es sind ganz neue News jetzt kurz, wie gesagt 10 Tage vor Beginn des Films und meiner und auch die Freunde, die gestern gefragt wurden, wo sollen wir zu Weihnachten da rein, weil wir haben uns gestern Valerian angesehen auf unserem eigenen Homescreen Cinema, ne? Man hat ja mittlerweile sein eigenes Kino und sieht da seine schönen Filme. Besonders auch über Netflix kann man sie abrufen. Star Wars, auch Clone Wars, The Rebels, Rebels. Und einige waren natürlich hochgradig traurig, dass die Rebels, wie gesagt, verstorben fast alle sind. Aber so ist es nun mal. Ich werde mir auch gleich nach diesem Drehschluss mit so Rebels Teil 3 bzw. Staffel 3 besorgen. Und mit dieser Staffel 3 werde ich dann auch Weihnachten begehen, 1, 2 und 3 anschauen. Also Weihnachten wird reinweg bei mir persönlich nur Star Wars sein. Irgendwie habe ich gute Laune heute und diese gute Laune möchte ich an allen Kunden heute weitergeben, an alle Fans heute weitergeben, an alle Gruppenmitglieder weitergeben bei Facebook. Die Fans, die 100% begeistert sind. Wir sind Fans, die 100% begeistert sind. Uns ist es vollkommen egal, was da gemacht wird oder nicht gemacht wird. Wir diskutieren auch nicht darüber, ob das schlecht oder nicht schlecht war. Mir persönlich war damals der Jar Jar Binks nicht negativ aufgefallen. Auch die Ewoks waren mir nicht negativ aufgefallen. Gut, nach Ewoks kam ja eine Karawane. Ich habe, wie gesagt, nie ausgepackt. Habe im Kino gesessen, war ein bisschen unwohl, kann sein, dass ich da schon um die 30 war. Und wenn man so 30 ist, dann möchte man nicht gerade einen Kinderfilm sehen. Aber man war Star Wars begeistert, ist man heute auch. Sonst hätten wir ja nicht die Fans, die 100% begeistert sind. So, die Fans, die 100% begeistert sind und hier herzlich willkommen sind als Realkunde, als Fans überhaupt. Ich habe gerade noch mit Amerika getalkt. Da hat ein junger Mann, war so jung war er auch wieder nicht, er hat auch schon sein Alter und zeigte seine Stormtrooper-Kluft. Und mit seiner Stormtrooper-Kluft geht er ins Kino. Amerika ist eh ein bisschen anders unterwegs wie wir hier. Ich lebe leider hier in einer sogenannten Star Wars-freien Zone. Ja. Ich habe so circa 10 sehr gute Star Wars-Kunden. Und wenn die irgendwas sehen, nehmen die doch mit. Ich kann es also nicht lange hier hängen haben. Yoda geht jetzt auf Reise. Revan ist auf Reise gegangen, der Malak ist auf Reise gegangen und so weiter und so fort. Na gut, die super teuren Sachen, die gehen natürlich nicht, Gott sei Dank nicht so. Also muss ich mich auf die super teuren Sachen einschießen, also die nicht super teuer sind, indem man sie sammelt, sondern super teuer sind, indem man sie anschafft. Sideshow in der Anschaffung ist nicht gerade günstig und ob die im Wert steigen, das weiß ich nicht. Ich habe da hin und wieder mal gesehen, ja, einige Exponate steigen, gehen halt ins Gewicht, kosten horrendes Geld, aber wie gesagt, das will ich jetzt nicht konzipieren. Ich muss mal schauen. Also Star Wars wird sicherlich bleiben, nicht so euphorisch wie jetzt 40 Jahre. Nur jetzt haben wir nun mal, bis E9 haben wir sozusagen so eine Blase. Ja? Wir haben jetzt E8, Han Solo, E9
Und E9 wissen wir noch nicht, was wird, weil J.J. Abrams am Schreiben ist. Dann schreibt der andere die nächsten drei Folgen. Also, wir sind im Fluss. Ich werde mich wohl kaum von Star Wars trennen. Ich werde weiterhin bei Star Wars bleiben. Aber ich möchte halt Exponate haben, die es nur hier gibt. Meine lieben Freunde, ihr seid total recht herzlich hier willkommen, euch die Exponate anzuschauen und selber zu sagen, wow, sieht das super aus. Ich habe sehr viele Kunden heute da gehabt. Heute, jeden Samstag ist der sogenannte Star Wars Stammtisch. Da kommen welche und schauen sich um und gucken nur. Und heute war halt auch ein bisschen Produktion wieder ein bisschen. Deswegen habe ich die Kamera scharf und deswegen konnte ich auch jetzt vor laufender Kamera sprechen. So, wie gesagt, Star Wars wird bleiben und diverse andere Sachen auch. Ob mal was Neues kommt, ob mal das abgelöst wird, ob neuer Hype kommt, weiß man nicht. Herr der Ringe war ja mal eine Zeit lang zu Weihnachten immer, da war man drin, man musste Herr der Ringe sehen, man musste da rein, die Kinos waren berstend voll und man sprach davon, man hatte auch alle Figuren von Herr der Ringe. Gut, wir haben sie jetzt auch alle verkauft, wir haben kaum noch Figuren von Herr der Ringe. Ich sehe gerade hinter der Kamera doch so Mulguls, die da noch vom Schachbrett übrig geblieben waren. Ist so, aber überwiegend, wie man sieht hier, ist Star Wars an allen Wänden, in allen Fernsehern, in allen Monitoren, an allen Wänden. So, meine einer wünscht euch jetzt eine wunderschöne weihnachtliche Zeit und stimmt euch ein mit Star Wars, schaut, wo Star Wars zu finden ist, taucht ein, von mir aus kauft auch ein. Also wie gesagt, das hier wird ein Star Wars Ambiente werden, so nach und nach. Und jetzt kommt's. Wisst ihr, ich habe mich verliebt in Weihnachten. Ich werde mein Hobby auf Weihnachten trimmen. Alles mit Weihnachten zu Weihnachten. Ja, ich finde das stark. Also, kann sein, ich bin heute ein bisschen euphorisch. Warum? Weiß nicht. Ich mache mir heute so einen weihnachtlichen Tag. Ich fahre gleich, ich fange gleich in Ratingen an mit Weihnachten. Fahre dann zurück nach Mülheim. Da ist auch Weihnachten. Das nennt sich die Blumenparadies Schlei. Auf 2000 Quadratmeter haben die immer Weihnachten. Und so ein Blumenparadies ist ja reine Natur und auch mit Außenbegehung und dann macht es Spaß. Und dann ist klar, dann wollen natürlich einige Geschenke haben, die kann man, wir haben unser Alter, wir brauchen uns nichts schenken, kauft man das dann schon mal ein. Ist ja auch Nikolaus nächste Woche und da kann man jetzt schon mal was holen und Nikolaus noch einen kleinen Teil dabei legen. Das wird auch sicherlich geschehen, das Ganze. Und wie gesagt, ich werde mich jetzt hier mal auf Weihnachten eintrimmen. Ich werde jetzt mal Weihnachten mal komplett anders begehen, Star Wars mäßig begehen. Ich habe ja auch genügend Cosplay-Sachen. Vielleicht überlege ich mir noch für nächstes Jahr, für E9 zum großen Abschluss, Rey als 1:1 Figur hier hinzustellen. Mal schauen. Problem ist halt, wie gesagt, die Kunden. Schafft, also der Kunde selbst, der nicht versteht, was das ist. Die Kinder verstehen es, ist richtig, aber meistens zerren ja die Erwachsenen die Kinder vom Schaufenster weg. Oder hier, ne, ist natürlich hin und wieder mal richtig was los. Mama, ich will haben, ich will haben, ich will haben. Und da muss man auch überlegen, ob man die Preise so stark senkt, dass der junge Mann oder die Junge oder das Mädchen oder das Kind, egal, das Neutron sozusagen, einkaufen möchte. Viele Frauen verbieten den Männern hier reinzukommen, deswegen ist das schon eine merkwürdige Atmosphäre, wenn gewisse Leute nicht rein dürfen, weil hier Star Wars zu finden ist. Und soll das, wie gesagt, ab sofort, ab 2018, 2019 so wunderschön werden. Wir haben ja, wie gesagt, die Exponate hier hängen, wir haben hier Bilder hängen, wir haben hier Figuren, die es nicht so kaufen gibt, also nicht mal eben hier um die Ecke, wir haben hier ein paar aus Japan. Figuren. Ich hatte auch neuartige Star Wars Fans, die plötzlich mit Samurai kamen. Samurai hat nun mal nichts mit Star Wars zu tun, keine Ahnung. Das sind halt die Chinesen und die Japaner, die jetzt zum ersten Mal mit Episode 7 im Star Wars Rausch mit auf unserem Level mit dabei sind, haben natürlich ihre eigenen Sachen. Ist klar, bei Rogue One war ja auch ein Chinese und ein Japaner dabei und haben da mitgewirkt, waren auch hochgradige Künstler, ich habe auch sehr gerne deren Serie bei Netflix verfolgt, das war super, das sind ja auch gute Karate- bzw. Wing-Sung-Kämpfer, die da losgelegt haben. So, kurz, lange Rede, kurzer Sinn, ich wollte euch einstimmen ins weihnachtliche Geschäft, ich wollte euch einstimmen ins weihnachtliche Star Wars
und werde jetzt nochmal zum Abschluss das zeigen, worüber ich gerade gesprochen habe. Kommt mal mit. So, darüber habe ich nämlich gesprochen. Ich habe natürlich darüber gesprochen, dass hier, wie gesagt, eine neue Art Lounge kommt. Leider nicht mehr so eine Lounge, wie sie war, mit Sitzen, sich unterhalten. Aber wir werden weiterhin Special-Fotos anbieten, wir werden auch Cosplay weiterhin verfolgen. Wir werden es nur sehr ruhig angehen lassen. Besonders euer Captain Rex. Euer Captain Rex wird das jetzt sehr ruhig angehen lassen. Der Captain Rex wird sich sicherlich auch eine Stormtrooper-Sache besorgen, die er dann hier ausstellt. Der Stormtrooper sieht ja nicht so duster aus, wie jetzt die anderen Herrschaften duster reingeschaut haben. Ich meine, ich freue mich momentan, es ist wunderschön hier, weil wir das Ganze auf Weihnachten getrimmt haben. Und weil es so auf Weihnachten getrimmt wurde, sieht das natürlich verdammt schön aus. So, ich kann natürlich mal eben auch einen Film zeigen, indem ich hier das mal wieder filmtechnisch einarbeite. Na, ich arbeite mal wieder so filmtechnisch was ein, lasse da mal was ablaufen, was mit Star Wars zu tun hat. Sieht irgendwie schöner aus, wenn da auch was ist. Vorhin habt ihr ja auch einen Monitor gesehen, da hinten ist auch ein Monitor, wo Star Wars läuft. Gestern auch ein Jugendlicher, ist das? Ja, sag ich, ist aus dem Spiel, ne? Aus diesem Computerspiel. Papa, wir haben doch auch einen Computer, ich will auch spielen und so. Es macht Spaß. Eltern natürlich, du hast heute auf, ja, sag ich, aber nicht allzu lange. Shit, der Kleine geht erst um 16 Uhr in diesen weihnachtlichen. Da sage ich, tut mir leid, ich kann heute nicht. Heute ist zwar das Star Wars Stammtisch, jeden Samstag ist Star Wars Stammtisch, aber ist nicht machbar. Also ich muss auch mal. Ne? Ich habe auch noch eine Familie im Hintergrund, der ich auch was bieten möchte und nicht immer hier für meine Kunden. Für meine Kunden bin ich sehr gerne da. Für meine Kunden mache ich das auch sehr gerne. Ich habe auch vieles vor noch. Also wie gesagt, ein Copyshop mit Büroatmosphäre. Ich hatte gerade noch einen Kunden, einen älteren, der sagte, in der ganzen Bundesrepublik, wo ich schon unterwegs war, habe ich noch nicht so einen Laden gesehen. Also so einen nicht. Und das finde ich gut. Ich bin ein bisschen stolz drauf. Natürlich geht auch nicht. Das ist auch meine Idee, die ich 2013 erfunden habe. Rücksprung. Ins Jahr 1950, die alte Tante Emma, diese Kuriosität, so einen kuriosen Laden, der komplett anders ist wie alle Läden, die man so kennt. Ja? In erster Linie soll der Kunde sich hier wohlfühlen, der soll arbeiten in Ruhe und soll das mitnehmen, was er benötigt, zu horrendem Kurs, dass es nicht zu teuer ist, weil Amazon, an denen kommen wir nicht vorbei. So, ihr seid total recht herzlich eingeladen, euch diese Kuriositäten anzuschauen. Wie gesagt, Yoda geht wohl, der ist also schon anvisiert und Mark Hamill aus Episode 8 wird als Figur schätzungsweise auch gehen. Ja, wie gesagt, an alle Fans, die 100% begeistert sind bei Facebook, diese Gruppe, an alle, die jetzt dieses Video sehen, ja, wir haben sehr viele Fans in unserer Gruppe. Ich bin der Admin und habe diese Gruppe einfach mal ins Leben gerufen. Denn hier darf jeder sich austauschen, hier darf jeder über Videos reden, darf auch Videos reinstellen, seine eigenen Sachen vorstellen, er darf auch seine Ware verkaufen. Mike Oliver Ferreras mit seinem Black Serie, also eine wunderbare Sache. Dann das Fanwerk. Fanwerk auch eine tolle Truppe, die also für alle. Fragt uns einfach oder fragt mich hier, euren Captain Rex oder Medienkanzler. Wir haben sicherlich für euch irgendwas da, wo ihr nachfragen könnt. Die total eingefleischten, denen kann ich leider nicht helfen, weil die sind auf der Jagd nach uralten Sachen. Und die Jagd nach uralten Sachen, das klappt leider nicht, weil uralte Sachen kosten richtig Geld. So, ich überlege mir einiges, was ich noch so in Szene setzen kann. Wie gesagt, im Moment, also Weihnachten, die beiden letzten Monate, November, Dezember, sieht das immer so wunderschön aus, weil da kann man schön dekorieren und animieren und zusammensetzen. Ab Januar bis September, Oktober sieht das ein bisschen einfach aus, dann ist das immer so eine Sache, weil ja,
weil man da nicht so dekorieren kann. Na gut, ich werde jetzt wohl immer zum Film dekorieren, nicht mehr so wie jetzt war, weil jetzt war die Euphorie 15, 16, 17, 18. Na? Und dann ist ja erstmal ein bisschen Ruhe, dann kommt erstmal 19, aber ist eine längere Folge. Na? Han Solo kommt, jetzt in 6 Monaten ist er da. Ja, also wir sind jetzt, und Rebels lief ja noch, also Rebels kommt im Disney Channel 2018, die 3. Staffel zum Beispiel. Und wer es noch nicht gesehen hat, kann die 3. Staffel sich ja bei Amazon oder keine Ahnung wo man die auch kaufen kann. Also ich werde sie gleich bei Amazon bestellen. Ich bedanke mich also, wie gesagt, total recht herzlich fürs Vorbeikommen, für hier verweilen. Besonders die, die so stark eingekauft haben, dass hier schon gar nichts mehr über ist. An die geht natürlich auch ein herzlicher Dank. Ich habe ja diese Ultra HD Web TV Geschichte allen gegeben. Steht auch an der Scheibe, also an der Schaufensterscheibe. Und jeder kann lesen, ey, Ultra HD Web TV, gucke ich doch mal rein. So, bedanke mich an alle Zuschauer, die reingeschaut haben. Wie gesagt, hier, ihr könnt euch nochmal mit Rolling Stone begnügen. Diesen Monat ist ja die Dezember-Ausgabe. Da könnt ihr auch noch mal ein bisschen drüber nachlesen über Star Wars. Welcher war der bessere, wer war der schlechtere und so weiter und so fort. Also Krieg der Sterne 77 ist klar. Der ist einfach, den kann man nicht wegdenken. Ein Imperium, die Rückkehr, die dunkle Bedrohung, Angriff der Klonen, die Rache der Sith, das Erwachen der Macht, Rogue One. Ja, und jetzt Episode 8. Und da bin ich auch schon wieder weg. Und wünsche euch wirklich wunderschöne Weihnachten, wunderschöne Adventszeit und einen erstklassigen Silvester!